Oder die arbeiten hier einfach zu langsam. Und daran lag's. Bin ich mal gespannt, ob das hier fertig wird, aber wahrscheinlich schon. Oh, da ist was kaputt. Reparieren. Da höre ich nochmal so ein Geräusch. Was ist diesmal kaputt? Ich sehe da nichts. Sind die fertig? Ja. Oh, da muss man echt drauf achten. Ich weiß jetzt gar nicht, für welchen Preis. Markt. Ah, das gab ganz gut Cash. 15.081. Ach, das sind die Lagerkosten, die auch eine Rolle spielen. Ich mach diese Teile hier. Hake. Genau. 6 bis 7 oder 3 bis 11. Bin ich mal gespannt, ob wir da hinkommen. Sieben bis neun. Acht bis zehn, das Grüne. Wo kommt denn das her? Kommt hier hin. Wo kommen diese ganzen hohen Werte her? Ich brauche doch nicht 8 bei dem. Das ist plus 3. Ja, damit kommen wir schon hin. Vielleicht können wir die auch gar nicht bauen. Ah, 1 bis 7 hat er hier. Die hier wollen wir. Ja, jetzt können wir loslegen. Jetzt müssen wir noch Materialiennummer wählen. 12.3. Arbeitsplatz verbinden. Und fertigstellen. Los. Ja, ja. So langsam lerne ich etwas. Spulen wir ein bisschen vor. Markt offen. Die 3 will keiner nehmen. Wir machen erstmal Haken. Ja.
mich eben gefragt, wie man die neue Zone macht. Die kann ich einfach hier hinstellen, aber ich will die ja eigentlich größer machen. Kann ich entfernen, ja. Okay. Ich habe hier nicht den Auftrag angenommen. Was ist denn da los? Los. Ich habe schon vorgespult, aber den Auftrag noch nicht angenommen. Ist ja wieder ganz klasse. Die arbeiten immer noch nichts. Doch, der fängt jetzt an. Ah, so kann man die größer machen. Sehr gut. Okay, hier haben wir einen, so eine Plastikschmelze. Die steht auch eher nur rum. Was soll man da machen, groß? Heugabel, die war eigentlich egal. Haken haben wir nur noch gar nicht fertig. Eine nur, ich wollte mehr. Okay, der will so einen Auftrag. Na gut, nehmen wir den. Null von 14 von diesen Pferden. Bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Ja, bin ich wirklich mal gespannt. Hier ist noch die Hake drin, Bongos. Dela fährt. 2 und 10. Ja, die haben wir ja schon eingestellt. Die schaffen wir problemlos. Streichen, ah, da brauchen wir was Neues. Reichen, das ist das hier. Ja, das ist hier gut. Ha, wie kriege ich das jetzt kleiner? Eben hat es doch geklappt. Ah, jetzt. So. Der Platz müsste auch reichen.
Ach so, und die Priorität nicht vergessen. Hello. 2 Stunden 3. Wenn du den jetzt auch nicht schafft, wundere ich mich aber. Ich pass genau auf, ne? Was war da für eine Bestellung? Ich habe das doch gemacht. Ach so, wir haben bisher nur das gekauft. So war das. Es ging noch gar nicht. Ah, stimmt. Da kommt ja erst noch was. Was der jetzt aufbaut. Jetzt müsste es aber klappen. Also das hier, das hier, das hier. Und los. Ein Tag 21, da bin ich mal gespannt. Ja, hier kommen die nicht so gut durch. Am Ende wird eine Montagestation reichen. Da geht es nur um 3 Heugabeln. Vielleicht hatten wir die anderen auch verkauft gehabt. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Eben standen wir bei 15.000 Euro. Jetzt sind wir noch bei 12.567. Hier, das kriegen wir, glaube ich, auch locker in der Zeitfrist hin. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Wobei noch kurz. 12 von 14. 13 von 14. Ah, keine Lagerfläche, meint er. Müsste es aber fast fertig sein. Ah, Entschuldigung. Das wird geliefert. Okay, ich habe gerade die Lieferung mit Dalafert bekommen. Die sehen super aus. Die Leute starren schon, während ich sie noch rauspacke. Hoffentlich können wir diese Zusammenarbeit fortsetzen. Bezahlung erhalten 1.500, Erfahrung erhalten 3.570. Okay, also so viel Geld war es jetzt nicht. Die waren, glaube ich, auch nicht so schwer, die Pferde. Ah, hier geht's. Ah, da kann man ja schon längst weiterbauen. Lagerverwaltung, verbessere deine Logistik, indem du deine besonderen Zonen in der Fabrik nutzt. Schalte grundlegende Holzbearbeitungsmaschinen wie zum Beispiel Drehbänke, Bandsägen und Klebestationen frei. Okay. Mithilfe dieser Maschinen kann man viel effizienter als mit der Hand arbeiten, das ist schon mal gut. Bautools. Schalte ein Bautool-Set frei, um neue Wendetüren und Fabrikbereiche zu bauen. Also das würde ich als erstes machen. Das hier ist Logistik. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Umweltfreundliche Materialien. Naja gut, die lesen wir jetzt erstmal nicht.
Nein, Spaß. Also schalte umweltfreundliche Materialien für deine Produktion frei. Damit hast du mehr Arbeitsmöglichkeiten und als kleinen Bonus kannst du vielleicht ein paar Bäume in Fabriknähe retten. Okay. Ich gucke erstmal, ob das hier geht. Ja, ginge. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, welche Punkte das sind. Holzproduktion hat mir auch gut gefallen. Ja, jetzt geht keins mehr. Aber ich kann nicht sagen, woher. Telefon? Guten Tag, ich vertrete Svegia, die Möbelfirma. Wir brauchen einen Zulieferer und glauben, dass du der Richtige bist. Wir brauchen Holzteile für unsere Bestseller, das Kranregal. Für unseren Bestseller meine ich. Details. Das ist das Produkt. Eigenschaften 2,5. Können ja erstmal einen Plan erstellen. Die scheinen nicht sehr schwer zu sein. Die kriegen wir aus dem FF hin. Ich glaube, ich nehme den an, den Auftrag. Annehmen. Natürlich. Ups. Nicht, dass der mir jetzt mit den Holzsägen kommt, aber das glaube ich so schnell noch nicht. Eieiei. Reparieren. Wir können mal alles reparieren. 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 Hier weiß ich gar nicht, ob wir theoretisch beide bräuchten, ne? Reparieren. Reparieren. So. Und was haben wir jetzt hier? Gerader Schnitt. So, hier hin. Ich kann kaum was sehen. 1 bis 2, 3 bis 4. Das hier reicht. Gerader Schnitt. Ja, hier muss man viel sägen. Das stimmt. Vielleicht hätte man das tatsächlich mit den neuen Geräten machen müssen. Aber ich denke, das passt auch so in unseren Plan. 8 Stück. Arbeitsplätze verbinden. Fehlt der hier oder was? Ja, der hat gefehlt. Kleines Regal. Priorität. War das überhaupt kleines Regal? Das war das, dieses Kranregal, so hat der es genannt. Kleines Regal, okay. Den Auftrag haben wir aber angenommen, ne? Ja. 4 Tage 22. Das kann man ja nur schaffen. Da könnt ihr theoretisch auch an den Haken etwas weiter bauen. Wo habe ich den Platzmangel? Hier hatte ich immer etwas Platzmangel. Bautool. Nichts Falsches machen hier. Ach, der macht jetzt hier so einen neuen Raum. Ne,
Nee, dann machen wir lieber erstmal hier einen hin. Ha. Aber eigentlich brauche ich hier mehr Platz. Dann ziehen wir mit der hier oben. Die stellen wir hier hin. Nee, die Fabriken raus und hier nur das Lager rein, genau. Wow, cool. Hoffentlich ist das nicht zu teuer. 2650, das geht. Aber das geht hier nicht. Ach so, Türen. Klar. Da geht ihr nicht hin. Nur von außen, das wollen wir nicht. Das ist eine doppelte Wand. Das müssen wir nochmal abbrechen. Das machen wir jetzt kurz hier hin. Tür. Ah, jetzt geht die Tür. Hier auch. Tür kostet 100, wenn ich mich nicht getäuscht habe. So, plus den Raum. Nee, der ist immer noch unzufrieden. Ah, so geht es nur mit einer Tür wahrscheinlich, ja. Okay, also hier hin. Und jetzt haben wir eine Tür. Ja. Tür, richtig. Tür, richtig. Bestellen. Das muss jetzt woanders hin, theoretisch wieder. Sonst kommen die ja da nirgendwo hin. Okay, da bauen die Handwerker erstmal. Dann kann ich das hier mit nach hier machen. Diese auch hier unten. Und hier tatsächlich ein bisschen mehr Platz schaffen. Wie ich das auch immer mache dann, ja. Gute Frage. Vielleicht die Pflanze hier stattdessen hin. Und das hier schräg, genau. Das müsste besser sein dann. Okay. Die bauen hier noch, aber ich glaube, der ist fast fertig. Jetzt sind wir mal nicht so, die dürfen hier auch was haben. Palme. Ach ne, die bauen hier noch. Das spule ich nochmal gerade vor, bis das getan ist.
frage mich, warum die immer nur eins auf einmal machen können. Haben wir so wenig Sachen gerade, oder? Also so wenig... Vielleicht Mitarbeiter auch. Da könnte ich auch drüber nachdenken, ob ich nicht bald noch einen Mitarbeiter einstelle. Okay, die sind fertig. Also das hier kommt... Will ich denn das mal hinhaben? Das kommt hier so hin. Diese Palme nehmen wir mit. Kommt hier hin. Das Plastikteil kommt auch hier hin. Ah ne, das kann vielleicht auch da stehen bleiben. Aber hier das. Kommt stattdessen hier hin. Ich glaube, das hier stelle ich auch noch hin. Hat er hier nicht drauf reagiert? Ich glaube nicht. So. Ach so, oder der hebt sich auf, wenn ich in der Zwischenzeit was anderes probiere zu greifen. Müsste eigentlich gehen. Den hier hinstellen. Ja, jetzt lohnt sich das hier fast gar nicht. Das kommt hier hin. Brauchen wir, haben wir zwei Lager vielleicht? Dass sie nicht immer so weit laufen? Dann aber in der Nähe von der Montagestation. Aber da haben wir keinen Platz. Nee, das geht nicht. Das wird entfernt. Die wird bewegt. Ah, wir können hier was liefern. Sehr gut. Bewegen. Die will hier hin. Ja. Bin ich mal gespannt, ob das überhaupt passt. Aber muss eigentlich. Vor allem kann sonst hier eine Pflanze noch raus. Raumeffektlinse. Ja, zeigt er mir jetzt gerade nicht an, warum auch immer. Okay, bewegen. Das kommt noch hier hin. Qualität zufriedenstellend. Bezahlung. Okay, war er nicht ganz zufrieden, oder was? Gut, wenn er sich beschwert. Können wir hier was liefern? Sehr gut. Dann müssten wir danach wieder ein bisschen mehr Geld haben als die 15.000. Das hier...
Es lässt sich jetzt kaum umstellen. Oder? Doch, lässt es sich. Perfekt. Will ich noch gemacht haben? Errungenschaft 100 Produkte, aber nur fast. Schließe die drei letzten Kundenherausforderungen, führe einen Plan verbundene Schalltafeln aus. Okay. Das habe ich schon mal als Errungenschaft. Okay, das gefällt mir. Aber ich würde gerne wissen, was wir hier für eine Raumlinse haben. Der muss das auch anzeigen. Hm, 17.000. Das ist doch gut. Dann haben wir ein bisschen Plus gemacht auf alle Fälle. Die könnten eventuell noch was anderes vertragen als Deko. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, was. Eventuell auch ein Mitarbeiter mehr noch. Hier die Pflanze braucht das Lager eigentlich nicht, aber... Jetzt steht sie da. Bewegen. Kann man die auch hier hin? Ja, geht auch. Dann kommt die hier hin. Da steht sich sonst auch erstmal keiner im Weg rum. Wahrscheinlich, wenn ich hier noch ein Lager mache, dann wird der Mitarbeiter, der fürs Lager zuständig ist, die dann später hier hinräumen. Aber wir haben ja keinen Platz mehr eigentlich. Außer das hier käme weg. Ich glaube, die sind alle zufrieden hier. Wahrscheinlich könnte das weg. Können wir ja mal ausprobieren, bewegen. Hier hinstellen. Ja. Eine Zone. Achso, erstmal muss er erst machen, natürlich. So, jetzt eine Zone. Hier hin. Ja, passt jetzt nicht so viel hin, ne? Aber halt ein bisschen was. Was habe ich eigentlich bestellt? Die Sachen, diese Pflanze hier geht's noch. Laune 0. Laune minus 4. Und hier blüht die Laune raus. Dann tauschen wir das um. Okay, erstmal warten, bis er es wegbringt. So, jetzt den hier. So, Laune plus 6. Das passt doch. Laune 0, Laune 0. Hier haben wir ein großes Lager. Das ist vorerst optimal. Also ich bin zufrieden.
Wir machen die Zeit wieder langsam, nicht, dass unser ganzes Geld flöten geht. Und ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haben wir ja erstmal einiges geschafft heute. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut, bis dann, ciao.